Willkommen zu einer neuen Pescado-TV-Folge. Ich beginne mit den News. Am Montag ist die Auswertung der Potenzialanalyse der 7b. Am Dienstag ist die vierte Gesamtkonferenz mit den Jahrgangsteams. Am Freitag ist die Bekanntgabe der Jahresnoten und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in Mathematik, Deutsch, der ersten Fremdsprache vom 10. Jahrgang. Und am Sonntag ist einmal Abiturgottesdienst um 16.30 Uhr und Abiturfeier um 18 Uhr und diese ist auf dem Schulhof. Den heutigen kuriosen Feiertag finde ich persönlich sehr, sehr schön. Der Feiertag heißt nämlich Sag etwas Nettes. Dieser Feiertag prägt oder sagt zumindest besonders, dass wir etwas Nettes machen sollen. Und deswegen eine kleine Aufgabe für euch heute. Geht zu einer Person, zu eurem Nachbarn, zu eurer Mutter, zu eurem Vater und sagt einfach etwas Nettes. Lobt sie oder einfach ein Kompliment. Das verbessert diese Welt schon um einiges. In den letzten Tagen wurde es ja immer wärmer und bald ist ja auch Sommeranfang. Und deshalb haben wir heute ein besonders sommerliches Lied für euch. Das Lied heißt Summer von Calvin Harris. Im heutigen zweiten Teil haben Leonie und Theresa ein paar Mitwirkende beim Projekt Kufina Kurzfilmnacht interviewt. Wenn ihr noch genaueres zu den Kurzfilmen oder euch die nochmal anschauen wollt, könnt ihr auf unsere EFI-Homepage gehen und dort findet ihr noch etwas dazu. Neben mir stehen Charlotte und Max. Diese beiden haben sich bereit erklärt, ein Interview mit uns beiden zu führen über das Thema, ja, das Filmthema. Ja, genau. Und die erste Frage ist auch, was ist denn das überhaupt? Die Kufina, das ist eine Kurzfilmnacht, die findet alle 2 Jahre statt und wird von dem Leichtathletikum organisiert. Und im Grunde werden dort ungefähr 3 Minuten lange Videos gezeigt. Und der Anlass der heutigen Kufina ist tatsächlich auch, weil wir jetzt durch Corona auch so lange keine Filme zusammen erleben konnten. Und wir wollen dem Filmischen auch dieses Künstlerische zurückgeben. Könnt ihr vielleicht auf 2 oder 3 Filme ein bisschen näher eingehen? Die meisten Filme wurden von SchülerInnen oder auch Ex-SchülerInnen produziert. Ein paar davon verdienen sogar ihr Geld jetzt schon damit, dass sie Filme machen. Ansonsten sind die meisten Filme 2019 entstanden ungefähr, da man dieses Jahr keine Filme drehen durfte und sie sind wirklich völlig verschieden. Von Stop-Motion bis zu Tanzfilmen ist wirklich alles dabei dieses Jahr. Vielen Dank für dieses Interview. Und wir freuen uns schon auf die Kurzfilme. Frau Meixner dürfen wir jetzt auch noch interviewen und ja, die erste Frage ist, genau, unsere erste Frage lautet, wie ist es denn so, ein Projekt zu leiten mit so vielen Schülern und Schülerinnen? Ja, sehr eine interessante Frage. Es gab halt schon so Momente, wo man natürlich dann immer kurz in eine Krise gerät, aber generell hat es halt ein echt ganz tolles Tutorium, die auch gute Eigeninitiative mitbringen und deswegen und auch von dem man auch Ideen einfach mitnehmen kann, ne, die dann umgesetzt werden. Jetzt sollten hier CDs hängen und es ist dann cool, man denkt, ey ja, geile Idee und es passt irgendwie zu dem medialen Abend und deswegen ist es irgendwie so, ja, Fluch und Segen. Einerseits ist man auch immer denn die böse Lehrerin, wenn man dann Stress macht, das und das muss das dann und dann funktionieren, aber gleichzeitig ist es auch toll, wenn dann am Ende nachher alles klappt, ne? Also, und es dann hier so schön aussieht und vor allem, wenn man dann die SchülerInnen sieht, die halt heute hier viel Spaß haben und denen es irgendwie gut geht, die irgendwie die gemeinsame Zeit genießen, so unter diesen, ja, veränderten Bedingungen, ja. Wir hatten ja lange überlegt, ob wir das überhaupt machen mit der Kufina heute Abend. Und die Entscheidung fiel halt relativ kurzfristig und kurzfristig bedeutet auch immer, die Zeit ist knapp. Und deswegen ja, war es auch ein bisschen stressig, aber das hängt auf jeden Fall nicht an den Schülern oder an uns, sondern an den gesamten Bedingungen. Aber jetzt freue ich mich, dass der Abend so fast am Laufen ist. Gleich geht's los. Und ja, aber noch eine Frage. Und zwar, denken Sie, Corona hat dieses Projekt beeinflusst oder vielleicht auch ein bisschen schwieriger gemacht? Also beeinflusst auf jeden Fall, denn viele der Beiträge, die heute gekommen sind, beschäftigen sich auch indirekt mit dem Thema Corona und auch mit dem Thema, ja, was sind so Defizite gewesen. Wir haben zum Beispiel viele Beiträge, wir hatten so ein fächerübergreifendes oder jahresübergreifendes Kunstprojekt zum Thema Missing Hacks. Da sind so viele tolle Beiträge entstanden, die aber auch so geprägt waren von dieser Zeit. In der man halt irgendwie auch Distanz erlebt hat und auch sich danach sehnte, wieder irgendwie
so zusammen zu sein. Und deswegen hat das Corona, also hat Corona die Veranstaltung schon beeinflusst, weil die Videobeiträge dann sind, so wie sie sind. Ja, und sonst beeinflusst hat es denn auch, weil wir uns vor 2 Wochen dann wirklich entschieden haben, wir machen es, die Zahlen sind irgendwie gut oder gehen runter, wir sind einfach mutig, wir machen es und jetzt ist ja seit heute das auch wirklich erlaubt. Wir bewegen uns also in einem guten Bereich und freuen uns, dass wir heute hier sind und versuchen ja auch so nebenbei ein paar Menschen von zu Hause auch mit hierher zu holen und ja. Ja, wir freuen uns auch und Dankeschön für das kurze Interview. Ja, gerne. Schön, dass ihr da wart. Euch noch eine schöne Zeit und bleibt ruhig noch ein bisschen hier und genießt das ein bisschen. Danke. Unsere heutige Pascale TV. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ciao!